Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit einer Info, beziehungsweise mit verschiedenen Infos, und zwar einer Info zum Thema Krafttraining, und zwar den exzentrischen Bewegungsablauf, die sogenannte negative Wiederholung. Der exzentrische Bewegungsablauf ist das Nachlassende, was natürlich dann in den konzentrischen Bewegungsablauf übergeht. Sehr oft wird dieser exzentrische Bewegungsablauf nicht so bewertet, wie er bewertet werden sollte, aus dem einfachen Grund. Viele Menschen denken, dass nur der konzentrische Bewegungsablauf natürlich einen hohen Wert hat, wenn es um Muskelaufbau geht. Das ist natürlich so nicht richtig, sondern beide Bewegungsabläufe sind gleich wichtig, der konzentrische wie der exzentrische. Bitte berücksichtigen, man sollte berücksichtigen, dass der exzentrische Bewegungsablauf immer einen Tick langsamer ausgeführt wird, der konzentrische Bewegungsablauf, und man sollte auch im exzentrischen Bewegungsablauf darauf achten, dass man nicht die Verbindung zu diesem Muskel verliert und einfach ohne muskuläre Spannung das Gewicht nachlässt. Das heißt, ich muss immer noch darauf achten, dass ich auch in der exzentrischen Bewegungsphase immer noch eine Verbindung zum Zielmuskel habe. Somit habe ich beide Bewegungsabläufe maximal genutzt, und beide Bewegungsabläufe, wenn die gleich bewertet werden und gleichmäßig genutzt werden, genauso genutzt werden, dann hat man natürlich auch das Maximum an Muskelaufbau, an muskelaufbauenden Reizen verarbeitet.